einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Wir sind zurück, gestern Nachmittag nach Hause gekommen. Wir dachten uns einfach, wir filmen einfach nicht, wenn wir unterwegs sind. Ich glaube, das interessiert euch nicht die Bohne. Und deswegen haben wir eigentlich einfach nicht gevloggt. Man sieht es ja auch anhand der Aufrufe von den Videos, ob euch das interessiert oder nicht. Treppe aus! So, Marleen auf Arbeit, Mara hat sich für eine Woche verabschiedet, die ist unterwegs mit einer Freundin bei ihrer Oma in Rostock. Mit Baby auf dem Arm. Mit Baby im Bauch, einer Kamera und reden, das ist für mich Endlevel. So, bin jetzt aufgewacht, hat mich schnell fertig gemacht im Gesicht, meine Haare sind noch nicht fertig. Jetzt erstmal der Kleine das anziehen. Ich finde das schon arg frisch hier, so irgendwie 16 Grad heute noch, durch diese krasse Abkühlung ist dann. So, aufpassen, Hase. Ja. Erste Amtshalt. Hase, was machst du denn da? Hast du dich jetzt verletzt? Hast du Aua gemacht? Am Arm? Zeig mal, Mama. Du musst, ja, du musst aufpassen. Und hier auch Aua gemacht. Nicht hier so reinlegen. Hier. Das und das kannst du haben. So, ich muss erst mal hier einen Überblick verschaffen. Lange Klamotten hat sie ja genug, aber erst mal reinkommen hier ins Spiel. Ins Spiel? Ja. Bin überfordert. Was zieht sie denn jetzt an? Das mit dem und das da drüber, würde ich sagen, ne? Ach, Maluschi. Ja, ist eine Creme für den Popo, aber nur. So, jetzt zieht sie das an. Oh ne, das gefällt mir ja gar nicht, Matthias, hier deine Ribbumse. Die solltest du lieber wieder abmachen. Erste Amtshandlung ist natürlich nach dem Urlaub und nachdem die Kinder hier alles weggefuttert haben, was ja völlig okay ist, einkaufen. Wir gehen jetzt erstmal gleich einkaufen. Was habe ich gerade gesagt? Ja. Ich ziehe sie erstmal an. Und den gibt es hier auch nicht. Was ist denn da los gerade? Wir sind gerade noch mal einkaufen, weil ich habe ein paar Sachen nicht bekommen. Und jetzt guck mal ein bisschen. Herzhaft, zart, schmilzend. Mama! Ja, Hase. Willst du filmen? Möchtest du die Kamera haben? Ehrlich? Ich suche gerade den Käse. Warte mal, ich guck mal nach. Nee, da ist ja keine Käsetheke, wa? Wir waren jetzt in drei Lebensmittelgeschäften. Meine Güte, lass mich doch mal reden. Erst Mama, dann Maluschi, okay? In drei Lebensmittelläden für das
Milky Way Aufstrich gedöns. Und es ist alles überall ausverkauft. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Sonst sind die Regale immer voll und jetzt sind sie überall leer. Ich hab dich nicht auf leise. Naja, egal. Muss ich noch mal weiter gucken. Also ich sehe überall das Schild dran an den Regalen, aber überall ist es leer. Mysteriös. Gibt's so ein Hipper da drauf? Der dritte Laden jetzt nichts. Naja. Jetzt fahre ich wieder nach Hause, mache das Abendessen für heute, weil heute kriegen wir Besuch, morgen kriegen wir auch wieder Besuch. Heute gibt es Geschnetzeltes mit Reis und morgen mache ich Kartoffelsuppe. Aber ich glaube, das werde ich auch heute schon machen, damit ich morgen Vormittag noch ein bisschen Zeit habe, um die Milky Way Aufstrich zu suchen. Muss ich mal gucken. Ja, Maluschi gewöhnlich dran, dass wir mal angeguckt werden. Hm? Welche normalen Menschen reden schon mit Kameras in der Hand, ne? Naja, das ist schon normal auf dieser Welt, was ich heute schon wieder erlebt habe, Leute. Nee, das muss ich euch nachher erzählen, wenn ich zu Hause bin mit der großen Kamera. Ah. Ja. Hallo, du hübsches Auto. Möchtest du filmen nochmal? Bitte schön. Hi. So, ich schneide dich jetzt kurz an und dann fahren wir zu Papa nach Hause, okay? Der Papa braucht nämlich die Kamera. Warte. Langsam können wir mal nach dem neuen Kindersitz für dich gucken, ne? Langsam. Aber sicher. Hm? Hi. Hi, mein Schatz. Achtung, halt mal hoch. Mit meinem unbefriedigten Schokoladenverlangen. Hä? Achso, ich tritt auf meiner Schleife. Also, irgendwas ist eigentlich nicht selten, sondern irgendwas ist richtig gut sein, aber ich mache eine Candy oder so. Okay. Da erklärt er seine Spielsachen. Er sitzt halt gerade am Esstisch und spielt mit seinen Klassenkameraden. Nein. Okay, jetzt gerade nicht, ja, aber normalerweise ja. Ich mache nebenbei jetzt hier schon, das heißt schon das Essen, also um 17, 17.30 Uhr sollte es hier Mittag, also Abendessen geben. Ich mache Schweinegeschnetzeltes mit Champignonsauce, mit Reis. Okay, Malu war wieder fleißig. Was sind das für Schwester? Okay. Und du spielst auch? Mit der anderen Konsole. Ja. Alter! Wieder große Bruder. Hallo, genau. Und ich überlege jetzt schon, ob ich schon das Essen vorbereite für morgen. Weil morgen gibt es ja Kartoffelsuppe und die schmeckt einfach viel, viel besser, wenn sie einfach am Tag steht, sind wir ehrlich. Heute habe ich auch noch die Zeit dazu und die Lust dazu. Und so könnte ich morgen Vormittag vielleicht noch was anderes machen. Ja, jetzt muss ich einfach nur überlegen, ob ich das mache oder nicht. Mal gucken. Ja, ich habe aber ein paar Minuten Zeit. Ich meine, ich kann ja heute den ganzen Nachmittag kochen, wenn ich möchte. Auf jeden Fall ist mir vorhin was passiert beim Einkaufen. Das wollte ich euch mal erzählen, beziehungsweise vielleicht auch mal ein bisschen thematisieren hier. Und zwar folgendes, ich war ja bei Kaufland und bei Kaufland sind ja auch die Mitarbeiter klar, die dort Paletten abpacken und so weiter. Und wir waren halt alle in der Gefrierabteilung mit Kuchen, Chicken Nuggets und so weiter. Und da war halt eine Familie mit in diesem Gang. Mama, Papa, drei Kinder, wo man schon... Also die Familie hatte einfach ein Auftreten, ihr kennt das bestimmt alle. Es gibt Familien, die sieht man gar nicht und es gibt Familien, die fallen negativ auf und es gibt Familien, die fallen positiv auf oder Menschen, die positiv auffallen. Auf jeden Fall war das eine Familie, die mir persönlich negativ aufgefallen ist. Die Kinder wurden ständig angemault, die waren ultra laut alle und das äußere Erscheinungsbild
war jetzt nicht so, dass ich sage, wir sind Millionäre. Oder? Ja, also ihr versteht schon, was ich meine. Bestimmt. Ich hatte das vorhin schon mal auf Instagram thematisiert und die meinten, sozial, was haben sie geschrieben? Ich weiß es nicht mehr, sozial. Okay, dann nicht den Abholen. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben mir auch sehr viele ihre Meinung dazu geschrieben, wie sie so Leute betiteln. Das möchte ich jetzt hier aber nicht sagen. Aber ich verstehe, was sie damit aussagen wollen, weil das quasi ja alles einschließt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dem Herrn ist eine Kiste runtergefallen mit Chicken Nuggets. Und aus dem Karton raus. Also er hat den Karton aufgeschnitten, hat es aufgemacht und ihm ist der Karton runtergefallen und ihm sind auch der 3 Verpackungen Chicken Nuggets aus der Verpackung rausgefallen. Und das eine Mädchen von diesen 3 Kindern hat sich sofort gebückt und hat dem Verkäufer geholfen, aufzuräumen und die Sachen aufzunehmen. Und da sagte der Vater, also den Namen gesagt, lass das sein, lass das liegen, das ist dem seine Aufgabe. Er ist daran schuld. Und dann hat die Mutter schon so verwundert geguckt und meinte so, hilft doch nur das auch hier. Ja, nee, das geht nicht. Und wenn sie sich jetzt hier schneidet, dann ist gar kein mehr geholfen. Und ich denke mir so, was? Wäre jetzt mal du nicht mit gewesen in dem Einkaufswagen, dass ich da jetzt nicht hätte jetzt mich bücken können und bla helfen, hätte ich das gemacht. Aber ich fand das, ich war so perplex, wie ein Vater, der schon so ein negatives Erscheinungsbild hat, seiner Tochter so tolle Werte versucht zu untersagen, zu verbieten oder auszureden. Ich war so perplex, nämlich ich dachte mir so, ich bin hier in einem falschen Film. Ich habe dem Typen, den Verkäufer auch angeguckt, so. Weil ich dachte mir, Alter, was passiert hier gerade? Warum sagt er sowas? Das war wie, als wenn er auch das so voll schlecht macht, dass der dem da was runtergefallen ist. Ich meine, das ist ja völlig menschlich. Und es ist völlig egal, wer welchen Beruf macht, Ella. Solange man irgendwie sich engagiert und versucht, Geld zu verdienen, ist das mega, auch wenn man Toiletten putzt oder irgendwas. Also, boah, das fand ich so krass. Wie kann man seinen Kindern, die eh schon vielleicht mit einem negativen Touch verbunden werden, auch noch diese wertvollen Eigenschaften nehmen wollen. Boah, die haben dann auch immer nach Malu gerufen, so ein bisschen später dann immer so, hallo Kleine, wenn Malu ist natürlich immer freundlich. Immer. Und ich dachte so, nein, ey, Gott, wie unangenehm war das denn jetzt? Ja, also könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Hättet ihr eurem Kind sowas untersagt? Gerne mit dem Bett. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ich war so perplex. Wahnsinn. Ich habe jetzt hier gerade die Champignons, Knoblauch und Zwiebeln angeschmort, dass die jetzt schön schrumpfen. Ist heiß, ne? Hustest du schon? Ich hole dich jetzt ab. Oh, es ist nicht gewürzt, ne? Du kostest alles, ne, mein Schatz? Ja, auf jeden Fall war ich echt perplex vorhin. So, jetzt warte ich, bis das hier fertig ist und dann mache ich die Soße, damit ich dann das ganze Gesamtpaket noch kochen kann. Ich schaffe die Soße jetzt mal raus. Dann wird die Soße richtig klumpig. Ja. Ich mache alles in der gleichen Pfanne, damit mir keine Aromen flöten gehen. So. Jetzt kommt Butter mit Mehl und dann Flüssigkeit. Butter?
Sahne, Wasser, Milch, was auch immer ihr nehmen wollt. Zum. Warum ist Feuer am Reifen? Milch! Lauf mir doch nicht in den Weg! Lauf mir doch nicht in den Weg! Ein Brühwürfel. Kommt selten allein. Also das benutze ich schon auch oft noch mal gerne, diese klare Brühe oder klare Suppe hier drin. Ja! Festhalten bitte. Danke. So, ich brauche viel Soße, weil Marlene und ich essen nur Soße. Wir mögen das tatsächlich gar nicht. Wir mögen nur die Geschmäcker. Wir essen keine Pilze, wir essen kein Fleisch, wir mögen nur den Geschmack. Ja. Lasst uns dann nicht weiter darüber reden, bitte. Ich mache jetzt eine Mehlpizza. Wir machen einen Wurfmixer. Oh, dann kommen wir viel besser, wenn man so viel Platz hat. Ich zeig euch das gar nicht, ne? Jetzt was? Ja. So. Was ist los, Mäuschen? Wo ist denn die Verpackung? Hast du die Packung noch? Hast du die Packung noch? Hast du die Verpackung noch? Oh, hast du kaputt gemacht? Okay, hoppala. Jetzt war ich wieder. Sahne. Sahne. Ey, nicht den Bus kaputt machen. Die Ohren halt ab. Wieso steht mein Essen schon hier? Weil es schon fertig ist. Gut? Ja. Oh, Mama. Ist das Strohhalm für mich? Wahrscheinlich. So. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Ja.